Dirty Online Data als Emily. Aber als erstes muss ein neuer Skin her. Here we go! Und jetzt zeige ich euch, wie ihr kostenlos den kompletten Emily-Skin bekommt. Und zwar hier in Brookhaven. Für den ersten Schritt braucht ihr diesen Mädchen-Noob-Skin. Und dabei ist sehr wichtig die Hautfarbe, denn Freunde, Emily ist weiß wie ein Babypopo. Und der zweite Schritt ist Emilys Gesicht. Aber Freunde, das werdet ihr hier nicht so einfach finden. Denn mein Gesicht habe ich mit meinen eigenen Händen angefertigt. Und deswegen müssen wir das erstmal suchen. Oh, doch nicht so einfach wie gedacht, Freunde. Hier sind zwar ganz viele Masken, Freunde, aber naja, eine Emily-Maske ist sie nicht. Oh, Freunde, ich hab's herausgefunden! Ihr müsst hier einfach Emilys Maske eingeben, so, und da ist sie auch. Hä? Freunde, was ist denn hier los? Ey, das sieht aus, als hätte ich ein Doppelkinn. Toll, das bedeutet, ich habe den falschen Kopf und ja, das müssen wir erstmal ändern. Hier haben wir den ganzen Salat auch schon und Freunde, wir müssen einmal den Frauenkopf reintun und dann funktioniert's. Also gehen wir ganz genau hier drauf und setzen uns zurück. Also jetzt nochmal von vorne. Und somit sind wir schon ein bisschen emilisiert. Und weil hier direkt auch noch das Cape ist, Freunde, ziehen wir das auch an. Und wow, es fühlt sich so gut an. Aber kommen wir schon zu den Haaren und die findet ihr ganz genau. Ja, blond kommst du mal. Ah, ganz genau. Hier, Freunde, da sehen sie auch schon. Und oh mein Gott, ich sehe schon viel mehr aus wie Emily. Emily Erdbeer. Das sieht schon sehr, sehr fresh aus, aber wir brauchen noch ein paar coole Klamotten. Aber kommen wir zu den Klamotten, denn wir brauchen ein paar richtig coole, fresche Klamotten und ich kann nicht mal schreiben, Freunde. Also gehen wir Emily ein und es kommt nichts. Ja gut. Also probieren wir das Ganze nochmal mit Emilys, Freunde. Und hier kommen auf jeden Fall einige Shirts von mir. Also ziehe ich mir direkt mal das Blaue an. Oh, wow. Emily, du zeigst aber viel Haut hier. Ey, ey, ey. Und wenn wir das haben, gehen wir zu den Hosen und machen genau das gleiche, Freunde. Emilys eingeben. Und dann kommen wir hoffentlich zu der passenden Hose oder auch nicht. Also müssen wir diesmal Emilys Hose eingeben, Freunde. Und dann kriegen wir auch die passende Hose und wow! Aber kommen wir zu der Kirsche auf der Sahnetorte. Na, Freunde, fällt euch auf, was fehlt? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, wer es weiß. Und für alle, die es wissen, ja, Freunde, es ist mein Haarband. Und deswegen gehen wir Hairband ein und wow! Wow, der Look ist vollendet. Und somit habt ihr komplett kostenlos einen wunderschönen Emily-Skin. Sui. Und jetzt können ein paar Online-Data getrollt werden. Und Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie ein Profi online datet, dann schaut dieses Video bis zum Ende an. Und jetzt machen wir uns mal hier auf die Suche nach den ganzen Assassin-Online-Data. Hallo, wo seid ihr? Aha, wen haben wir denn hier? Also frage ich ihn mal, wie isst du deinen Döner? Ja, okay, sorry, ich wollte doch nur wissen, wie du dein Döner isst. Ich wollte jetzt nicht deine Adresse oder deine Telefonnummer. Oh, Leute, was sehen meine Augen denn hier? Tolle Wurst. Ja, okay, dann probieren wir unser Glück mal bei Luca. Hey, Luca! Ich wollte doch nur wissen, wie er sein Döner isst. Und jetzt ist er komplett weg. Okay, sorry. Oh, Freunde, ich weiß nicht, was abgeht, aber ich bin einfach mal in dieses Auto eingestiegen. Warte mal! Wie heißt der? Freunde, ich schreibe ihn einfach mal. Hallo, ich bin Emily. Ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Dieses Auto schwebt auch einfach mal. Also, sehr interessant. Ja, Freunde, er hat mir jetzt nicht geantwortet. Na, vielleicht ist er ein bisschen schüchtern oder so. Vielleicht antwortet er ja auf diese Frage. Ich frage ihn, wie isst du dein Döner? Ach so, Freunde, ihr wusstet es noch nicht, aber er isst dein Döner gut. Ja, ja. Ja, okay, Leute, vielleicht war die Frage auch ein bisschen zu schwierig. Also frage ich ihn, was ist dein Lieblingsessen? Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Also, ich liebe Döner.
Okay, vielleicht war die Frage auch ein bisschen zu schwer, Leute, denn denkt so lange nach, ey. Oh, sein Lieblingsessen ist ein Apfel, Leute. Ich hoffe, ich bombardiere ihn jetzt nicht mit Fragen, aber ich frage ihn einfach noch, kennst du Lami und Emily? Oh, Freunde, die Antwort kam wie aus dem Blitz geschossen. Also frage ich noch, magst du die beiden denn auch? Hä? Er sagt nicht... Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Oh mein Gott. Ey, okay. Der wollte einfach keine Robux von mir, Leute. Ja, ist ja in Ordnung. Aber eigentlich bin ich ja hier, um Online-Data zu tun. Also das kann ja nicht sein, dass es einfach gerade so schwer ist. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu früh, Freunde. Denn wie ihr wisst, erst abends sind die ganzen Zossen Online-Data unterwegs. Ey, Freunde, ich habe mir ein Motorrad geklaut und direkt einfach einen Motorradfreund gefunden. Wenn das keine Liebesstory ist, upsi. Bleib stehen, du musst mich mitnehmen. Hä? Warte mal, er hat einfach schon eine andere Motorradfreundin, ey Leute. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich zeige euch, wie ein Profi online datet. Ja, hoffentlich schaffe ich das in diesem Video, Leute. Ey, es läuft gerade alles schief. Hilfe, SOS, Hilfe. Hä? Warte mal, wen sehen wir denn hier? Leute, das ist Liebe auf den ersten Blick. Also frage ich direkt mal, wie isst du dein Döner? Wow, Leute, er isst ihn mit der Gabel. Das ist auch mal was Neues. Hä? Aber ohne Messer, Freunde, das wäre ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja, doch, er isst ihn mit Messer und Gabel. Leute, vorbildlich. Was schreibt er? Und mit dir? Leute, hier sind so viele Menschen, aber er ist weg. Aha. Wen haben wir denn hier? Also frag ihn mal, du willst mich essen? Oh nein. Leute, was passiert hier gerade? Den kennen wir doch. Leute, das ist doch Freddy Fazbear. Leute, mein Traummann hat sich einfach in Freddy verwandelt. Hey. Hä? Und dieses Mädchen fragt mich, bist du Emily? Ja, Leute, ich bin Emily Erdbeer, die einzig echte und wahre. Ey, und die süße Maus schreibt wirklich Oha. Und Freddy fragt, sind wir im Video? Ja, Leute, ihr seid gerade live in meinem Video. Und sie fragt, wo ist Lami? Lami, wo bist du? Du versteckst dich bestimmt hier auch unter den Online-Datern. Aber Freunde, kommen wir mal zurück zu Freddy Fazbear. Du warst wirklich mein Traummann, ey, ich schwöre. Aber dann hast du dich in Freddy verwandelt und das fand ich nicht so cool. Hä? Und was war Banani hier? Warte mal. Verwandelt sich Freddy wieder zurück? Für mich? Wow! Leute, er wird wirklich wieder normal! Aber was macht Lami hier? Und warum sieht Lami so verdammt gut aus? Leute, Lami bekomme ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Wow, Schweine, schaut euch mal seinen Körper an. Nein, Leute, ich will den klauen, aber der rennt weg von mir. Ey, bleibt stehen! Lami, hashtag dich doch, ey, Roblox. Ich wollte sagen, Lami, ich liebe dich doch. Noch ein Lami? Also frag ich mal, Lami, wie isst du deinen Döner? Was ist mit Lami passiert? Hä? Leute, Lami hat sich umgezogen für mich und jetzt entführt er mich. Das heißt, Freunde, im Endeffekt finden Emily und Lami immer wieder zusammen. Wow, Leute, wir sind hier in Lamis originalen YouTuber-Haus. Warte mal, was ist hier gerade passiert? Das ist gerade nicht passiert, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, Lami hat gerade einfach mein Herz genommen und zerrissen wie so ein Blatt Papier. Also wirklich, wie viel Pech kann man bitte haben? Hä? Und was willst du jetzt mit der Waffe? Heute haben mir wirklich alle Online-Dater das Herz gebrochen. Wow. Hä? Und was macht Spider-Man denn hier? Leute, Hilfe! Der verfolgt mich mit dem Staubsauger! Leute, ihr wisst, das Einzige, was gegen Liebeskummer hilft, ist ein saftiger Döner. Der ist aber lecker. Aber jetzt gestärkt und voller Energie versuche ich ein letztes Mal ein Online-Dater zu klären. Und ja, Freunde, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ein Profi das macht. Aber naja, nicht immer läuft alles gut und manchmal...
manchmal haben die Online-Dater einfach keine Lust auf mich. Oh, Freunde, wir haben König gefunden. Also schreibe ich ihm direkt mal Hi. Leute, wir haben ein Problem. Der gute König kann nur Englisch reden. Und ihr wisst, Englisch und ich ist wie Döner mit Messer und Gabel essen. Aber okay, ich sollte mich hier hinsetzen. Also warten wir einfach mal. Wow, Leute, schaut mal, wer da ist. Und er hat mir sogar Essen mitgemacht. Oh mein Gott. Er schreibt, wenn du fertig bist, musst du deine Prinzessinnen-Sachen anziehen. Na, also frage ich mal, okay, sind wir zusammen? Na, König, sehe ich genauso. Ja, hashtag, hashtag, barbecue. Oh, Freunde, er hat's geschrieben. Ja, wir sind zusammen. Und weil wir fertig mit Essen sind, habe ich geschrieben, okay, ich ziehe mich um. Was? Ich soll mich umziehen und ich soll mir einen königlichen Namen aussuchen? Ja, also frage ich mal, ist Emily ein königlicher Name? Sui? Und ja, Freunde, Jackpot! Also ziehe ich mich um. Also, Freunde, kleines Umstyling und ich schreibe hier mal Queen hin und mal schauen, was ich so finde. Das ist mein Outfit, Leute. Okay, er ist nicht zufrieden. Ich soll Rot und Gold anziehen. Okay, ich habe mich nochmal umgezogen. Also frage ich ihn, sehe ich gut aus? Okay, er fragt, ob ich fertig bin. Ja, ich bin nach all den Jahren auch mal fertig. Aber hallo, sehe ich denn jetzt gut aus? Und er sagt, ja, du siehst unglaublich aus. Unglaublich, unglaublich. Wie, wenn du zur Schule... Was, hä? Freunde, was? Ja, okay, aber er hat gesagt, ich sehe gut aus und das reicht mir. Ja, aber Freunde, neben mir sieht er ein bisschen aus wie ein kleiner Kackapups. Ah, Leute, er schmückt jetzt hier für eine dicke, fette Party. Denn er hat auch schließlich seine Königin gefunden. Aber Freunde, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich wollte Online-Dater als Profi Emily trollen. Bin total gescheitert und jetzt sitze ich hier als Königin. Was geht ab? Freunde, ich weiß, so habt ihr mich noch nie gesehen, aber ich bin's immer noch Emily. Okay, er sagt, das ist die Party und wir müssen jetzt ein paar Leute finden. Leute, schaut mal, mein König ist heimlich noch Agency. Leute, ihr wisst nicht, wen ich hier gerade habe. Einfach Spider-Man. Aber Freunde, unter diesem Spider-Man verbirgt sich einfach Lazy. Und den nehme ich jetzt einfach mal mit zu meiner Party. Oh mein Gott, Leute! Ich glaube, er war nicht so von Spider-Lamsi begeistert. Ich glaube, er dachte, dass Spider-Man und ich zusammen sind. Aber das stimmt ja eigentlich, weil das ist Lamsi. Aber eigentlich ja nicht, aber eigentlich ja schon. Und jetzt hat der Ice Guy den Server verlassen. Und mich, seine Königin, Queen Emily the First, hat er einfach allein gelassen. Und alles nur wegen diesem kleinen Stinkepups. Ja. Er hat doch einfach mal komplett den Server verlassen, ey, Leute. Ja, Freunde, hier haben wir ihn. Also, Lamsi, was sagst du dazu, dass du mein König, mein Mann, einfach vergraut hast? Ja, also, was soll ich sagen? Barbecue, Joey. Also, Freunde, ihr seht, Online-Dating klappt nicht immer. Und wenn ich mich hier zum Affen mache, mich komplett umziehe und Queen Emily the First nenne. Und ja, Leute, eigentlich wollte ich euch zeigen, wie ein Profi Online-Dated. Aber es hat heute einfach nicht geklappt, ey. Also, Leute, schaut euch alle anderen Online-Dater-Videos von mir an, denn eigentlich bin ich ein Profi. Ja, und das war's auf jeden Fall mit diesem wundertollen Video. Das ist Amogus und das bin ich, wie ich Online-Dater trolle. Habe ich es geschafft? Das seht ihr am Ende dieses Videos. Aber bis dahin habt ihr jetzt 3 Sekunden Zeit, dieses Video zu liken. 3, 2, 1. Und Freunde, habt ihr das Video geliked? Habt ihr es alle geschafft? Aber bevor das Video jetzt losgeht, könnt ihr in die Kommentare schreiben, als wer soll ich Online-Dater als nächstes trollen. Aber jetzt, Freunde, ganz viel Spaß beim Video. Okay, Leute, let's go. Und ihr wisst, was jetzt kommt, Freunde. Wir machen zusammen ein Sassen Among Us Kid. Let's go, Zuyo. Oh, Leute, schaut euch das mal an. So viele Sassen Impost.
Monster. Aber Freunde, bleibe ich ein Mädchen oder troll ich diesen als Junge? Oh, schwere Entscheidung. Wow, Leute, ich bin so sus, ey. Aber ich glaube tatsächlich, ich mache mich als Junge. Leute, wow. Oh, Leute, ich bin fertig. Wie sieht das aber bitte aus, wenn ich renne? Freunde, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber soll ich trotzdem so bleiben? Denkt ihr, irgendein Online-Dater will mich so? Beziehungsweise eine Online-Daterin? Egal, Leute. Ich zieh durch. Nur für euch. Und deswegen müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Hä? Lami? Als Mädchen? Wow. Freunde, eigentlich muss ich sie ja jetzt trollen. Aber irgendwie ist sie auch so süß, Freunde. Ich trau mich gar nicht. Okay, doch, Freunde. Ich trau mich und ich schreibe ihr erstmal Hallo. Okay, Leute, die Verwandlung ist abgeschlossen. Aber irgendwie rennen die beiden hier vor mir weg. Hallo, ich bin doch Emily. Also frage ich sie einfach mal, wie ist du dein Döner? Ey, wohin rennst du? Okay, Leute, ich glaube, das ist ein Zeichen und ich sollte sie in Ruhe lassen. Also suchen wir weiter, Zoe! Warte mal, was sehen meine Augen denn hier? Eine kleine Tanzmaus! Also schreibe ich ihr direkt mal Hallo! Freunde, okay, sie kann kein Deutsch, tolle Wurst. Also frage ich sie mal, Ronaldo oder Messi? Sie sagt einfach Ronaldo Junior! Und dann haut die ab, Freunde, sehr, sehr süß. Freunde, wurde ich hier etwa erkannt? Nee, Leute, wer ist Emily? Also ich kenne keine Emily. Nee. Was? Ich kenne den Account, du Trutz? Leute, oh mein Gott, ey! Nee, Leute, ich kenne nur Amogus. Leute, ich glaube, da kann ich mich nicht mehr rausreden, ja? Okay, Leute, ich bestelle sie jetzt mit Robux, damit sie niemand verrät, dass ich es bin. Oh, oh. Aber apropos Sus, Leute, ihr wisst ja, ich bin Amogus. Das heißt, ich bin ein Sus-Imposter. Und wir alle wissen, was Imposter tun, Leute. Und das werde ich jetzt tun. Sui. Was sehen meine Augen denn hier? Hä? Warum riecht es hier nach Brezel? Leute, ich glaube, ich muss es tun. Ich frage sie, wie isst du dein Döner? Wow, okay, Freunde, die hatte gar keine Lust auf mich. Okay, Leute, Themawechsel. Ich habe hier ein Mädchen gefunden, die liebe Milli Vanilli. Wow. Und mal schauen, ob die liebe Milli uns auch aufmacht. Aha, okay, sie checkt mich erstmal ab, Freunde. Also schreibe ich ihr mal Hallo. Ja, okay, die kleine Vanille ist ein bisschen schüchtern. Ja, aber auch verständlich. Ich meine, hier steht gerade ein Imposter vor der Tür. Also frage ich sie mal, wie isst du dein Döner? Leute, sie ist weg. Nein. Oh, meint ihr, irgendwer will mich überhaupt? Freunde, ich glaube wirklich, niemand will mich. Also lösche ich jetzt Roblox. Bye. Was, Leute? Als ob ich einfach so aufgebe. Also, Online-Dater, ihr solltet aufpassen, denn ich bin... Wow, Zoe, du bist ja auch eine süße Maus. Meint ihr, Zoe freut sich, wenn ich bei ihr Sturm klingel? Ja, Freunde, ich glaube, sie freut sich. Also schreibe ich mal Hallo. Oh, Freunde, sie fragt, wer bin ich? Man sieht hier nur ein ganz kleines bisschen. Hä? Was für eine Frage? Ich bin... Ja, okay, Freunde. Irgendwie ignoriert die mich gerade. Ja, das habe ich mir gedacht, Leute. Schade. Ey, warte. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Ich muss was ändern. Wie wär's damit? Sus und Single. Ey, Leute, was schreibt ihr da? Also frage ich mal, Ronaldo oder Messi? Und es ist natürlich Ronaldo! Freunde, es ist soweit. Ich frage sie, wollen wir zu mir gehen? Oh, sie ist schwer am Nachdenken. Und sie schreibt nichts Sus, oder? Keine Sorge, Freunde, ich will nur WOP spielen. Das ist gar nicht Sus oder so. Nee. Ja, let's go, sie ist dabei. Freunde, wir haben es geschafft. Let's go, es ist soweit. Also bringen wir die kleine Maus mal zu mir nach Hause. Okay, ich frage sie erstmal, willst du anfangen?
anfangen? Sie hat keine Lust, also starte ich. Ja, und natürlich nehme ich erstmal Wahrheit, Freunde. Erstmal ist Chili Milli. Ja, okay, Freunde, dann ist sie doch als erstes dran. Upsi. Also frage sie, Wahrheit oder Pflicht? Und sie nimmt Wahrheit. Let's go! Also starten wir ganz easy peasy und ich frage sie, magst du Amogus? Und natürlich, Freunde, was für eine Frage, sonst wäre sie ja gar nicht hier. Okay, ich bin dran und ich nehme Wahrheit natürlich. Aha, direkt so sass, Freunde. Hast du... was kommt jetzt bitte, Freunde? Ein Crush? Oh Gott, oh Gott. Das ist eine gute Frage. Und ich schreibe noch nicht, aber ich könnte einen auf dich bekommen. Nein, Freunde, ich soll die Tür öffnen. Okay, Freunde, ich schreib mal, warte. Ich hab da noch so eine klitzekleine Frage. Okay, Leute, sie schreibt ja. Und ich frage, kennst du Lami und Emily? Okay, schade, Freunde, sie kennen mich nicht. Ja, kleines Mädchen, es war so schön mit dir, ey. Oh mein Gott. Die versetzt mich einfach für einen anderen Online-Dater. Freunde, ich versuch so mal, ich frage, wollen wir weitermachen? Ja, okay, aber sie will wohl mit diesen Online-Dater spielen. Also schreibe ich, wir können auch ohne ihn, will nur mit dir alleine spielen. Freunde, ich bin nicht ohne Grund süß und Single. Tolle Wurst. Hä? Sie fragt, warum so süß? Nee, warte mal, warum so sass? Nein! Hä? Was für eine Frage? Ich bin schließlich Amogus. Oh, da ist er ja, Freunde. Tolle Wurst. Okay, Leute, sie haben Lust, weiter VIP zu spielen. Also machen wir das natürlich. Also frage ich den Jungen mal, Wahrheit oder Pflicht? Oh, er schreibt, dieser Junge hat einen Namen. Upsi. Also schreibe ich, du weißt meinen auch nicht. Tja. Freunde, damit hat er nicht gerechnet. Also, kleiner stinkender Online-Dater, Wahrheit oder Pflicht? Okay, er nimmt Wahrheit. Also frage ich, warum stinkst du so? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das fand er jetzt nicht so nett. Oha, er schreibt, wegen ich dich einmal aus Versehen berührt habe. Leute, Sus. Ja, okay, jetzt ist er dran. Und er fragt das Mädchen, Wahrheit oder Pflicht? Und sie heißt Chica, interessant. Und natürlich nimmt sie Wahrheit. Und er fragt, haben du Crush? Ey, was ist mit seinem Deutsch los? Oh, und sie schreibt tatsächlich ja. Okay, und dieser Online-Dater fragt jetzt, wer? Und sie schreibt, sag ich nicht, kennt ihr sowieso nicht, ey, Langweilerin. Okay, Freunde, sie fragt mich einfach, wer OP und sie denkt, ich heiße Sass und singe, ihr Ernst? Und diesmal bin ich mutig und schreibe Pflicht. Wow, wie kreativ. Okay, sie fragt, hat jemand eine Idee? Und natürlich habe ich immer die besten Ideen am Start, Freunde. Ich muss diesen stinkigen Jungen bannen. Ich glaube, sie ist nicht so begeistert. Und sie schreibt doch schon, Junge, was ist dein Problem? Also sage ich, okay, ich muss dir was beichten. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin eine YouTuberin und habe euch gerade ganz zufällig in mein YouTube-Video getraut. Okay, Freunde, mit dieser Reaktion habe ich irgendwie nicht gerechnet. Upsi. Freunde, das heißt, ihr seid jetzt in meinem YouTube-Video und werdet Fame, Sui? Oh. Ja, okay, ich glaube, die sind nicht begeistert. Okay, Leute, es war echt schön mit euch. Bye! Oh mein Gott, Freunde, schnell weg hier! War das jetzt eigentlich hier ein gelungenes Video oder nicht, Freunde? Ey, schreibt's mal in die Kommentare! Naja, irgendwie hat's ja trotzdem Spaß gemacht. Guten Morgen, schöne Welt und... Oh, wurde ich etwa entführt? Ey, Hilfe! Oh, Emily, Emily, Emily. So schnell sieht man sich also wieder. Baby Emily, was machst du denn hier? Oh mein Gott, sag mir aber nicht, dass du mich wieder entführt hast, oder? Natürlich war ich das. Wer sollte dich, klein Stinkepups, denn sonst entführen? Und meine Emily, du weißt, ich entführe dich nicht ohne Grund. Ich, Baby Emily, hab natürlich wieder eine Online-Data-Challenge für dich. Oh Mann, Baby Emily, ich war doch eben noch am Schlafen, ey. Und
Kannst du mir mal verraten, wie du, kleine Stinkepups, mich hier hinbekommen hast? Ach, Emily, du stellst viel zu viele Fragen. Und jetzt kommen wir endlich zu deiner neuen Online-Data-Challenge. Okay, Baby Emily, jetzt komm, rück schon mit der Sprache raus. Ich habe eh keine andere Wahl. Und, könntest du vielleicht mit diesem Bösewicht-Lachen aufhören? Das macht mir ein bisschen Angst, ey. Ja, okay, du hast recht. Also, kommen wir mal zum Eingemachten. Hallo? Hilfe, ich bin doch festgebunden. Upsi, du gehst auf einen öffentlichen Online-Data-Server und throwst wie immer eine Sassy. Und dann, wenn ihr zusammenkommt, passiert es. Was passiert? Dann kommt jemand aus dem Aufnahmeteam und gibt sich als deine richtige Freundin aus. Und du stehst da als Fremdgeher. Und mal schauen, wie die Online-Daterin reagiert. Oh, Baby Emily, ich muss echt sagen, du hast wirklich immer die besten Ideen. Oder, Freunde? Was meint ihr? Ist doch klar, Emily. Ich bin doch nicht ohne Grund deine Managerin. Und Freunde, wie ihr seht, habe ich schon ein Skin erstellt. Ja, ich weiß, Freunde, sonst nehme ich euch dabei immer mit. Sorry, ey. Aber heute geht's direkt ans Eingemachte. Denn wie ihr wisst, schon wir heute Online-Data als Fremdgeher. Das heißt, Freunde, wenn ich es schaffe, mit einer Online-Daterin zusammenzukommen, wird sich jemand aus meinem Ausnahmeteam als meine richtige Freundin ausgeben. Und somit stehe ich als kleiner Fremdgeher da. Aber Freunde, nehmt euch kein Beispiel, denn Fremdgehen ist echt was Blödes. Aber ich bin wirklich sehr auf die Reaktion der Online-Daterin gespannt. Also wird es Zeit, sich eine zu klären, Zoe! Wow, was sehen meine Augen denn hier? Ey, wo willst du hin? Freunde, schreib ihr mal hey. Ja, okay, ey, war voll das schöne Gespräch mit dir. Ich glaube, ich muss auf einen neuen Server. Ciao. Leute, ich habe ein neues Mädchen gefunden und sie schreibt auch schon hey. Also frage ich mal, was machst du hier so alleine? Hä? Okay, sie will jetzt auch einfach mitquatschen. Oh, die liebe Leni ist am Lesen. Aha. Ich frage einfach mal, was liest du denn? Aber Freunde, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Büchern. Leni liest also einen Roman. Aha, romantisch, romantisch. Also frage ich auch mal, bist du romantisch? Danke Roblox, dass ich so blöd schreiben muss. Und sie schreibt was? Freunde, was soll ich machen? Sie hat mich dazu gezwungen, das zu schreiben. Und Leni schreibt einfach, wow. Ich frag mal, Leni, willst du mit mir essen gehen? Ja, sie schreibt einfach, okay. Also frage ich mal, was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti Gabio, was? Ich glaube, sie meint Spaghetti Carbonara. Oh, Jackpot. Denn, Freunde, ich mache die beste Carbonara und das sind Facts. Wow, Leni scheint sehr begeistert zu sein. Aber naja, worauf hat jetzt Leni Hunger? Ja, auf Spaghetti Carbonara, ganz klar, Leute. Ja, okay, Leni, also soll ich welche für dich machen? Okay, sie schreibt, wenn du möchtest. Freunde, aber nicht, dass Leni sich verliebt in mich nach der Carbonara. Denn wie ihr wisst, Liebe geht durch den Magen. Okay, sorry, Leute, die schreibt einfach nein. Aber liebe Leni, wie ich gesagt habe, Liebe geht durch den Magen. Hey, Leute, Leni ist einfach so langweilig. Also frage ich mal, hast du ein Haus hier, wo ich kochen kann? Oh, ihr Klappfreunde. Oha, Leute. Schaut euch mal diese Karre an. So, Freunde, angekommen in der Küche. Will Leni auch schon unbedingt, dass ich Essen mache? Ja, mal schauen, was sie so im Kühlschrank hat. Also kann der Chefkoch jetzt an die Arbeit. Hey, aber Leute, ich kann ja gar keine Carbonara hier machen. Das Einzige, was ich hier geben kann, ist ein Toast. Also, liebe Leni, hier hast du dein Toast. Ah, und sie scheint trotzdem zufrieden zu sein. Freunde, eigentlich hätte ich hier natürlich wie ein Chefkoch ein 3-Gänge-Menü gemacht. Aber sie
ich hatte leider nichts im Kühlschrank. Okay, Leni schreibt, oder muss ich wohl einkaufen gehen? Aber sag mal, wen gehören eigentlich die Kinder, die hier rumspringen? Leni weiß es anscheinend auch nicht. Oh, Freunde, ich gehe einfach mal den nächsten Schritt und frage, wie findest du mich, Leni? Hä? Und sie schreibt, wie meinst du das? Ja, also, ich meine, findest du mich hübsch und so? Hä? Und sie schreibt einfach, warum? Hey, Leute, irgendwie ist Leni ein bisschen langweilig. Also machen wir das einzig Richtige. So, Freunde, klappt der Lami-Trick und ja, Jackpot! So, jetzt rennen wir einfach mal nach oben. Hä? Wie bist du freigekommen? Nein! Leute! Oh Mann, Leute, was fragt Leni auch, warum, ey? Ja, warum? Die Banane ist krumm. Naja, Freunde, das heißt, wir müssen uns jemand Neuen suchen. Also, Tschüssikowski, Lena. So, auf einen neuen Server angekommen. Wird es ein bisschen Zeit zu zocken? Denn hier, Freunde, verliere ich niemals. Hä? Leute, wer ist das denn? Also, Freunde, heute haben wir viel mit Lenis, Lenas, Lamis zu tun. Aha, die liebe Lena also. Hä? Freunde, sie schreibt auch einfach schon, du bist mir aufgefallen. Oh, Leute, sie will mich. Ey, Freunde, wie meint sie das? Ich bin ihr aufgefallen, weil ich so süß bin oder weil ich so stinke? Oh, Leute, weil ich voll ihr Typ bin. Oha. Ja, und ich muss sagen, du bist echt auch eine richtig süße Maus mit deinen Keks. Ja, liebe Lena, ich muss sagen, du bist auch ziemlich süß. Oh, Leute, Lena steht voll auf mich. Ja, Leute, seht zu und lernt von meinen Emily Riz. Ich schreibe, ich brauche ein Bild von dir, damit ich den Weihnachtsmann zeigen kann, was ich mir wünsche. Ja, was sagt Lena dazu? Oh mein Gott, Leute, die kriegt einfach einen Herzinfarkt, weil das zu sass war. Freunde, ich glaube, der Spruch war zu krass. So, Freunde, ich frag sie mal, was ist dein Lieblingsessen? Was? Sie schreibt einfach du, Freunde. Ich schreibe Lena mal, wärst du auch mit einem Döner zufrieden? Perfekt, Leute, sie schreibt ja. Oh, Leute, das ist der Motorradriss. Also wollen wir hier mit meiner Schnecke Lena mal zum Dönerladen cruisen. Freunde, ich frage sie, fahre ich wie ein Profi? Ja, und sie schreibt, wie mein Profi? Oha, Lana, darauf brauche ich erstmal einen Döner. So, Freunde, bevor es gleich losgeht mit den Trollen, muss ich Lena noch ein bisschen kennenlernen. Also frage ich, was machst du so in deiner Freizeit? Oha, die Lena, die guckt also gerne YouTube. Freunde, ich habe ein bisschen Angst, aber wir fragen sie trotzdem, wen schaust du so? Leute, SOS, SOS! Aber ich glaube, sie kennt mein zweiten Account nicht, sonst hätte sie ja schon was gesagt. Ja, aber ich schreibe, ja, die sind ganz okay. Ey, Leute, guck mal, wie süß. Die schreibt, die sind die Besten. Ey, Lena. Leute, es läuft sehr, sehr gut. Ich schreibe Lena jetzt mal, ich kann nicht mehr warten. Punkt, Punkt, Punkt. Ey, Leute, warum schreibt die was? Ey, ihr wisst jetzt, was kommt. Lena, du wolltest es so. Ich schreibe, deine Hose ist nass. Was? Leute, die schreibt? Ja, sorry, hab vergessen, auf die Toilette zu gehen. Ey, Mann, Lena. Aber Leute, jetzt müssen wir langsam mal ran da. Also schreibe ich, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, willst du mit mir zusammen sein? Oh, Freunde, ja, sie will. Let's go. So, Freunde, jetzt kann der Döner genossen werden. Aber was Lena nicht weiß, jetzt beginnt der Plan erst richtig. Aha, wen haben wir denn da? Das ist jetzt jemand aus meinem Aufnahmeteam. Das heißt, Freunde, es geht jetzt los. Oh, oh, und Lena fragt auch schon, wer ist das? Also schreibe ich mal, keine Ahnung. Oh, oh, und sie schreibt, wie keine Ahnung? Gestern warst du noch mit mir am Chillen und plötzlich vergisst du mich und hast eine neue. Oh, oh. Ey, Freunde, sie schreibt noch, wir haben immer Döner gegessen. Nein, Lena schreibt, willst du mir jetzt sagen, das ist deine Freundin? Freunde, natürlich schreiben wir jetzt eben
nein, aber das ist natürlich komplett gelogen. Oh, oh, sie schreibt, wie nein? Wir sind schon seit 10 Monaten zusammen. Oh, Lena schreibt, bist du etwa ein Fremdgeher? Oh, Leute, sie hat mich ertappt. Ich schreibe jetzt mal, oh, oh. Und meine Freundin schreibt, ja, du bist einer. Hey, Leute, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich kann doch auch einfach beide lieben. Hey, Leute, Lena schreibt einfach, was, wie? Oh mein Gott, du Ekelhafter. Hey, Freunde, sie schreibt einfach, ich wollte dich. Oh, 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 Leute, sie ist echt richtig am Ausrasten. Oh mein Gott, Freunde, sie schreibt, Lena, diesen Fremdgeher zahlen wir es heim. Und Lena schreibt, ja, wir müssen Rache nehmen. Oh, oh, Leute, das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, die beiden haben einen schlimmen Plan, hä? SOS. Ey, Leute, ich glaube, es wird Zeit, wegzurennen. Ah, Leute, ich muss mich in Sicherheit bringen. Ich muss ganz schnell nach Hause. Oh, Leute, ich glaube, hier bin ich in Sicherheit. Was? Ich glaube, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Okay, Leute, ich habe schon abgeschlossen. Ey, ich mache hier alles zu. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ah, ich schau euch nicht wieder, ich schwöre. Okay, Leute, ich glaube, ich muss den Troll auflösen. Denn die beiden lassen mir echt keine andere Wahl. Lena, ich muss dir was beichten. Also, ich bin Emily und ich habe dich gerade getrollt. Und sie schreibt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Freunde, sie lacht, denn sie weiß über alles Bescheid. Ey, Freunde, wie süß. Sie schreibt einfach, ich bin dein größter Fan und bin ich in einem Video? So, Freunde, ich schreibe, ja, du bist jetzt in meinem Video drin. Und ich hoffe so sehr, Lena ist nicht sauer. Huh? Ist Lena etwa doch sauer? Und sie schreibt, oh mein Gott, nein, es war sehr lustig. Das heißt, Lana hatte sogar Spaß beim Troll? Ja, Leute, also hat's richtig gut geklappt. Und liebe Lena, als Entschädigung bekommst du auf jeden Fall Bubuks. Und Freunde, ich glaube, sie freut sich. Sie schreibt Tschüss. Also Freunde, dieser Troll war ja mal richtig krass. Und ich muss sagen, es hat auch unnormal viel Spaß gemacht. Also Freunde, ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Falls ja, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Hey Leute, was soll ich machen? Mir ist so langweilig. Hey, Barbecue. Warte mal, Baby Emily, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Von im Ferrari oder im Bugatti oder im Bugatti. Oh, Freunde, das sind Lami und Banani. Wir alle kennen und lieben sie. Aber lieben sie auch alle Online-Dater? Wir werden es heute herausfinden. Also ab nach Brookhaven! Aber fangen wir erstmal mit den Skins an. Let's go! Aber Freunde, mit welchem Pupskopf starten wir jetzt? Oh, Lamsi oder Banansi? Lamsi oder Banansi? Freunde, ich starte, glaube ich, mit Banansi. Also ab in Bananis Körper. Wow! Dann setzen wir die kleine Banane auf. Oh mein Gott, Banansi! Mit den Haaren siehst du aus wie ein Superstar! Jetzt kommt das Oberteil und die Hose. Oh, Leute, schaut mal, wie fresh wir sind! Wie sollen wir bitte jetzt noch eine Online-Daterin widerstehen? Apropos, wo sind eigentlich die ganzen Online-Dater? Hallo, seid ihr in Ohio? Leute, was ist hier bitte für ein Slender-Treff? Hey, aber sie hat mich erkannt! Also frage ich sie mal, magst du Bananen? Leute, mögt ihr Bananen? Ja, sie liebt Bananen! Oh mein Gott, Leute! Ich schreibe ihr einfach mal, wow, ich bin verliebt! Okay, wir sollen kurz warten. Was passiert jetzt, Freunde? Denkt sie mir ein Döner? Verwandelt sie sich in eine Banane? Ich bin einfach so aufgeregt. Oh mein Gott. Leute, sie ist eine Bananenprinzessin. Freunde, ich schreibe einfach mal, oh mein Gott, ich will mit dir Döner essen. Ja, Freunde, let's go. Also schnappen wir uns die Liebe. Warte mal, wie heißt sie überhaupt? Oh, Leute, das
das ist die liebe Lara. Hallo. Hä? Und Lara schmeißt hier mit ihrem Geld rum? Ey, Leute, ich hab meine Traumfrau. So, Leute, natürlich bezahlt Lara. Und ich muss sagen, es läuft wirklich perfekt mit Banani. Also muss der Banani-Riss her. Ja, ich frage mal, sind Bananen dein Lieblingsobst? Und Freunde, ja, sind sie, aber in real life. Ich versuche sie mal damit zu überzeugen und schreibe ihr, meine Familie hat eine ganze Bananenfarm. Oha, sie schreibt einfach Zeig. Ich schreibe mal, eigentlich bringe ich nicht jeden dahin, aber du, liebe Lara, bist besonders. Was? Sie schreibt nur okay? Was? Also frage ich, was sollen wir machen? Will Lara etwa gehen? Lara, wohin willst du? Was? Sie hat einen Freund? Aber Lara, ich dachte, wir lieben uns. Oha. Du hast mir doch eigentlich gesagt, dass du Bananen liebst. Oh, ganz ehrlich, Lara. Ich wusste, du magst Äpfel viel mehr. Oha. Was schreibt sie? Ich mag dich, ja, aber freundschaftlich. SOS, Leute, mir geht's gar nicht gut. Ja, Freunde, mein Herz war zwar gebrochen, aber nur für 5 Minuten. Also geht's weiter mit dem Banani-Motorrad-Riss. Na, Chicas, wer steht nicht auf eine Banane auf dem Motorrad? Warte mal. Leute, die ist einfach aufgestiegen und abgestiegen. Nein, die hat teleportiert, Freunde. Ich muss ganz schnell hinterher. Oh mein Gott. Ich frage einfach mal, steht jemand auf Bananen? Hä? Bist du Lamis Bruder? Oh, er schreibt Banani-Fan, komm mal. Ja, in Ordnung. Außer du willst mich essen, das wäre nicht in Ordnung. Was? Lami ist hier der Echte? Na, Lamis Bruder, dann muss ich dir was sagen. Also sagen wir es ihnen, ich bin Emily. Das klingt jetzt aber nicht begeistert. Freunde, glaubt er mir etwa nicht? Hä? Doch, er glaubt mir, ich kenne Emily. Und, Hashtag. Aha. Und außerdem, Lavis Bruder, bist du gerade ganz zufällig in meinem Video. Wow, Hashtag. Was? Nur ein Okay? Hä? Er schreibt, könntest du Lami sagen, dass es nicht ernst war? Weil das ist für mein Video. Hä? Wie bitte? Was, Freunde? Was meint er nicht ernst? Hey, Freunde, wir haben auf jeden Fall gerade voll das krasse Gespräch hier. Hashtag. Also, Freunde, hier noch ein kleiner Abschiedsspruch. Deine Hose ist das. Hä? Du Disco? Die Leute, klappt der Lami-Trick und er funktioniert einfach richtig schön mit dir. Aber ich mach mich vom Acker. Tschüssi. Leute, ich glaube, der ist ein kleiner Fan von mir. Aber ist er auch ein Fan von Lamsi? Anscheinend nicht, Freunde. Aber ich würde sagen, Banani kam ja mal richtig gut an. Also ist es an der Zeit zu schauen, ob Lami auch so gut ankommt. Aber mir fällt gerade auf, an den Outfit fehlt was. 1 Million mal besser, Freunde. LOL, was macht der denn hier? Der hat einfach den Lami-Trick angewendet. Adrian, du bist ein cooler Bruder. Hey, was schreibt der denn da? Ist das Emily? Also Leute, keine Ahnung, was der redet, aber ich kenne keine Emily. Seid ihr Freunde? Leute, ich bin befreundet mit Emily. Nee, die stinkt. Hä, es schreibt... Was wäre, wenn ich... Punkt. Ja, kleiner Bacon-Tresor, was wäre, wenn du... Wow, danke für das Gespräch, Bacon-Tresor. Aber Leute, ich darf nicht vergessen, warum ich hier bin. Ich wollte euch gerade was erklären. Und er fragt, kannst du Lami holen für mein...
mein Video? Leute, ich weiß ja nicht, ob du was in den Augen hast, aber Lami sitzt gerade genau vor dir. Ah, stimmt ja, ich bin Emily, Freunde, voll vergessen. Aber trotzdem muss ich schauen, ob Lami Riss hat. Also, mein Bruder, ich mach mich mal auf den Weg. Hey, Leute, ich will eine Online-Daterin trollen, aber der stellt sich die ganze Zeit vor mich. Okay, Leute, das ist meine Chance. Also schreibe ich mal hey. Und sie schreibt Bad? Hä? Also schreibe ich hier einfach mal Küche. Oh mein Gott, Leute, sie hat was geschrieben? Ja, die kann froh sein, dass sie sich vom Acker gemacht hat. Ja, Freunde, sonst wisst ihr, was passiert wäre. Aber auf diesem Server war ich jetzt echt lange. Also, ciao! Und hallo, neuer Server. Leute, der Tresor kommt mir bekannt vor. Wow, Leute, ich glaube, ich bin gefangen auf diesem Brookhaven-Server. Wow, wer bist du denn mit der schicken Karre? Also frage ich sie mal, magst du Döner? Leute, wann hat sie sich vom Acker gemacht? Hey, bleib stehen! So schnell wirst du mich nicht los. Ja, und anscheinend hat sie auch nichts dagegen. Und ab geht's zum Haus! Also schreibe ich ihr einfach mal, wow! Sie sieht aus wie eine kleine Elfe, Freunde. Also frage ich sie nochmal, magst du Döner? Hey, Leute! Aber, Freunde, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Denn ich habe da was gesehen, das hat mich motiviert. Also, Freunde, falls es euch mal schlecht geht, denkt an diesen Spruch. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Und, Freunde, das machen wir jetzt auch. Ganz ehrlich, ich mag eh keine Elfen. Außer die helfenden Elfen, Zoe! Aber ich muss noch einmal probieren, ob der Lami Riss bei Online-Datern zieht. Denn ich kann echt nicht auf mir sitzen lassen, dass Banani besser ankommt als Lami. Denn Leute, Lami ist doch eigentlich so heiß wie Feuer. Oder liegt das daran, dass der mein Freund ist? Das ist meine Chance. Hört ihr das? WG kommt alle. Also wenn das nicht nach Lami schreit. Die Tür ist sogar offen. Wow, Leute. Ich frag mal, na, was macht ihr? Ich glaube, die spielen Wahrheit oder Pflicht. Also frag ich mal, ist ein Platz noch frei? Let's go, Freunde. Nein! Na gut, Freunde, wenn ihr keinen Spaß haben wollt, dann bannt mich doch. Aber dank Iron Pinky würdet ihr mich niemals runterkriegen. Also schaffen wir jetzt noch eine Online-Daterin zu trollen? Aber Leute, es liegt nicht an mir. Leute, ich wurde erkannt. Yo, Leo, was geht? Ja, lieber Leo, vielleicht bin ich auch Emily. Perfekt, ja, krasses Gespräch auf jeden Fall. Mein Bruder, irgendwie haben wir heute gar kein Glück. Naja, mein Bruder, du hast noch weniger Glück, denn ich sperre dich ein. Das tut mir fast ein bisschen leid, sorry. Warte mal, ihr wollt auch eingesperrt werden? Hä, sag das doch. Leute, er rennt weg. Ich habe mir jetzt gerade mal einfach dieses Auto geliehen. Warte mal, das ist doch das Auto vom Elfenmädchen. Ja, Leute, wir erinnern uns an das Mädchen, was mich hier gebannt hat. Hallo, ich habe dein Auto. Warte mal. Warum bin ich überhaupt so nett und stelle es einfach vors Haus, Freunde? Ich glaube, hier steht das auf jeden Fall besser. Ja, so, Freunde, so ist das auf jeden Fall perfekt abgestellt. Wow, ich bin sogar gerade richtig stolz auf mich, Freunde. Ja, Freunde, ich glaube, ich muss das einer Person zeigen, die uns ziemlich ähnlich sieht. Aber wer bist du denn jetzt? Sie fragt mich einfach, wo ist Lami? Genau vor dir? Hä? Emily? Okay, sie sagt, dein Name ist falsch. Stimmt, Freunde, ich bin ja Emily. Aber warum wollen mich genau jetzt zwei Mädels? Eigentlich habe ich schon mit den Frauen abgeschlossen, Freunde. Freunde, ich frage die einfach mal, wer hat mehr Riss? Was? Lance hat mehr Riss? Eigentlich solltet ihr mich rissen. Nee, aber okay, dann macht es gut, Freunde. Warum werde ich jetzt mit der Angst verfolgt? Hallo? Nö, nö,
nö, da sag ich jetzt der Polizei Bescheid. Ich schreibe einfach mal, ey, du pupst. Und sie schreibt, du bist nicht lahm. Sollen wir trotzdem auf ein Date? Hallo, was beobachtet der uns? Ja, und das Mädchen hat Lust. Also, Freunde, haben wir uns ja theoretisch doch eine geklärt. Freunde, ich hab sie gefragt, ob sie Döner mag. Und sie schreibt einfach mit alles. Also, Leute, kam Lami jetzt zum Schluss doch richtig gut an. Also, Freunde, was würdet ihr sagen? Wer kam besser an, Lami oder Bandani? Also, frage ich, wollt ihr jetzt zum Schluss noch was zu den Zuschauern sagen? Ja, Leute, die haben gesagt, abonniert alle Emily und lasst einen Daumen nach oben da. Aber jetzt zum Schluss muss ich noch was erledigen. Leute, ihr glaubt gerade nicht, wen ich vor mir habe. Sui? Oh mein Gott, Lami trollt hier also auch rum. Und Freunde, ich hab den ja schon öfters gesehen. Lams, du bist wirklich wunderschön. Aber komm mal her, ich wollte dir dieses Meisterwerk zeigen. Yo, wie hast du das denn geschafft? Oha, warte mal, darf ich mal hier rein? Ups. Ey, Lami, dein Ernst? Ich hab dafür eine Sekunde gebraucht. Joey. Oh, Leute, was war das bitte für ein Spaß? So, Freunde, schreibt aber jetzt mal in die Kommentare, wer kam besser an, Lami oder doch Bananz? Also, ich muss sagen, es war einfach unnormal cool. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Brookhaven-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt deinen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ciao. Mumbo Q.